Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Ausschneiden und Skizzieren, eine coole Screenshot-App, eine coole Screenshot-Anwendung unter Windows 10. Gratis, fix und fertig schon dabei, wenn du bei den neuesten Windows 10-Versionen dabei bist. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt dann in den nächsten Sekunden. Ja, ich habe sie hier schon geöffnet, diese Datei, und da siehst du, man kann hier Screenshots machen, man kann sie dann bearbeiten, man kann Kommentare hinzufügen und so weiter. Und wie das Ganze geht, das zeige ich dir jetzt. Und dafür beende ich jetzt aber mal diese Datei hier, damit du sehen kannst, wie man sie aufrufen kann. Das geht nämlich auf drei verschiedene Arten und Weisen. Ich gehe hier zu meinem Windows-Menü hinein und schreibe hier dann hinein Ausschneiden und Skizzieren. Du kannst dann hier aufrufen und die Datei wird hier gestartet und schon könnte ich loslegen. Es gibt aber noch dann eine Tastenkombination. Hier Windows-Logo, Umschalt-S. Mach das hier mal zu und probiere das gleich einmal. Also Windows-Taste, Umschalt-Taste ist die Shift-Taste und die S-Taste. Und schon habe ich das gestartet. Du siehst hier oben nämlich daran, dass hier dieser kleine Bereich eingeblendet wird. Und da kannst du nämlich auf verschiedene Arten Screenshots schon gleich machen. Ich wähle mir einen rechteckigen Bereich aus. Und schon ist es erzeugt. Und hier rechts unten erscheint bei mir das hier, dieser Hinweis, dass es in der Zwischenablage ist. Und kann dann dementsprechend hier dann dieses Programm dann schon öffnen und könnte hier dann weiterarbeiten. Weil ich aber natürlich nicht immer das über die Windows-Taste und Tastenoption machen möchte, sondern vielleicht auf dem Weg, den du vielleicht bis jetzt schon genutzt hast, um Screenshots zu machen, nämlich mit der Drucktaste auf der Tastatur, zeige ich dir auch, wie man das machen kann. Ich mache hier mal das Programm wieder zu. Und dazu gehe ich wieder in die Windows-Taste, drücke ich, gehe auf Einstellungen und gehe dann in den Bereich erleichterte Bedienung. Wenn ich auf der linken Seite hinunter scrolle, komme ich zur Tastatur. Und wenn ich dann auf der rechten Seite weiter runter gehe, komme ich hier zu dem Bereich Funktionsweise der Drucktaste. Und da ist bei mir das noch ausgeschaltet. Wenn ich jetzt auf Einstellen das gewählt ist, dann gibt es dementsprechend hier die Möglichkeit, wenn ich die Drucktaste drücke, dass diese App mit dieser Bildschirmausschnitte dann gestartet wird. Ich mache das jetzt hier zu, probiere gleich aus, ob das geht. Drücke jetzt die Drucktaste. Und das Programm wird gestartet und du kennst es wieder herum. Der Rest wird ein bisschen abgedunkelt und ich habe das dann hier eingeblendet. Ja, damit bin ich hier schon bei der Funktionsweise des Programms. Ich habe hier vier Möglichkeiten, das hier anzugehen. Hier ist diese rechteckige Ausschneiden und es landet im Programm wieder hier rechts unten. Ich klicke wieder hin, habe das dann wieder da herinnen, kann wieder aussuchen, wie ich es bearbeiten möchte. Ich mache es jetzt wieder zu, drücke wieder die Drucktaste. Ich kann es hier Freihand mir wählen. Kann eine ganz komische, wie je nachdem wie ich fahre, Ausschnitte wieder fabrizieren. Es landet wieder da, rechte Maustaste. Ja, mach das wieder zu, um wieder den nächsten Weg zu zeigen. Drücke wieder auf die Drucktaste auf der Tastatur. Habe jetzt hier die Möglichkeit zum Beispiel, mir hier Fenster auszusuchen, hier Fenster ausschneiden. Mich auf die linke Seite, ohne noch etwas zu drücken, wird dieses Fenster eingeblendet. Und auf der rechten Seite hier mit meinem Word zum Beispiel. Wenn ich da jetzt drauf drücke, also in das Word hinein, landet das da, ich klicke hier wieder drauf und es erscheint mir in diesem Fenster hier und ich könnte das hier dann dementsprechend dann weiter bearbeiten. Und natürlich die vierte Möglichkeit gibt es auch, ich drücke wieder auf die Drucktaste, wähle mir jetzt hier als diesen Menüpunkt Vollbild ausschneiden, klicke drauf und wähle ich hier ein, gehe jetzt hierher wieder, rufe es wieder auf. Weil ich hier 2 Monitore an meinen Computer angeschlossen habe, sehe ich auf der linken Seite diesen einen Monitor und auf der rechten Seite den anderen Monitor. Und habe das da drinnen und könnte dort dann schon weiterarbeiten. Ich mache das nochmal zu, drücke auf die Drucktaste und mache mir jetzt hier vielleicht wieder einen rechteckigen Ausschnitt, um dir anhand dieser, gehe wieder daher, um anhand dieser diese Screenshots zu zeigen, was man mit dem Programm alles machen kann. Als erstes zeige ich dir mal, es gibt hier natürlich verschiedene Möglichkeiten, hier etwas hineinzuschreiben. Ja, schreiben durch Berühren. Ja, das ist vor allem da, wenn ich einen Touch Monitor habe. Ja, auf meinem Laptop zum Beispiel kann ich hier etwas machen. Ja, die verschiedenen Stifte. Das dürfte, glaube ich, selbsterklärend sein. Ich kann hier wieder die Größe, das heißt die Stärke dann einstellen. Ich habe hier Marker, wo ich was unterlegen kann mit verschiedenen Farben dementsprechend. Ja, und kann hier dann so vorgehen. Dann habe ich hier die Möglichkeit gezielt, einzelne Dinge, die ich da gemacht habe, dann zu löschen. Gehe dann hinein und lösche das Ganze dann.
fahre dann so drüber, dann wird es gelöscht. Und ich könnte auch alles, was ich gemacht habe, hier dann löschen. Dann gibt es darüber hinaus eine praktische Möglichkeit, neben dem Radierer natürlich hier ein Lineal zu verwenden. Eine geschickte Sache, ich fahre dann hin, lege es an, nehmen wir hier einen Stift, nehmen wir diesen Stift hier, gehe hinein und stelle ihn vielleicht auf etwas feiner ein. Fahre jetzt hierher, bei gedrückter linker Maustaste kann ich das jetzt hier ziehen. Vielleicht ist das jetzt nämlich eine andere Farbe, damit es besser sichtbar ist. Verstelle es hier auf etwas stärker, dass man das dann auch gut im YouTube-Video sieht und kann dann hier schön unterstreichen. Ich gehe jetzt hierher, ziehe dann, nehmen wir vielleicht eine andere Farbe. Was nehmen wir denn hier? So türkis. Gehe wieder her, unterstreiche dann. Wenn ich möchte, dass das Lineal gedreht wird, wähle ich das einfach mit der linken Maustaste aus. Blase es jetzt. Ich habe es jetzt einmal ausgewählt und verstelle es jetzt mit dem Mausrad. Ja, und kann das dementsprechend dann so verschieben, habe entsprechende Neigung. Nehme jetzt vielleicht eine deutlichere Farbe und kann dann dementsprechend hier dann so zum Beispiel unterstreichen, drehe das wieder am Mausrad, nehme jetzt diese Farbe hier, ich möchte keinen Schönheitspreis gewinnen und kann hier zum Beispiel dementsprechend dann durchstreichen. Also einige Dinge sind hier möglich. Dann habe ich hier die Bildzuschneiden-Funktion. Ich kann das hier noch einmal nachjustieren, meinen Zuschnitt. Ja. Und kann hier vielleicht einen kleinen Ausschnitt nehmen. Wenn ich jetzt hier dann Enter drücke, ist das Bild dann zugeschnitten auf diesen Bereich. Wenn ich dieses Bild dann weitergeben möchte in andere Apps oder Programme, Applikationen wie zum Beispiel Word, will ich mir diese Funktion hier, dieses Kopieren, damit all diese Bereiche dann sich in die Zwischenablage kopiere, gehe dann hier rein, drücke dann rechte Maustaste und wähle dann hier die Funktion des Einfügens. Oder wenn ich sie wieder weglösche, kann ich es natürlich auch mit der Steuerungstaste V das ebenfalls einfügen. Das funktioniert natürlich nicht nur Word, sondern auch bei Libre, OpenOffice Writer und bei diversen Programmen. Da kann ich das dann weitergeben oder direkt in eine E-Mail zum Beispiel einfügen. Ja, und wenn es um die Weitergabe geht, geht es natürlich dann auch um das Speichern. Wenn ich jetzt hier auf Speichern unterklicke, öffnet sich schon ein Fenster. Hier wird mein Dateiname vorgeschlagen und ich könnte hier dann den Dateityp einstellen. In der Regel wird man JPEG verwenden oder PNG. Standardmäßig ist PNG ausgewählt. Ich verwende gerne JPEG aus diversen Gründen und kann mir hier dann einen Namen festlegen, ihn verändern, klicke auf Speichern und die Datei ist dementsprechend dann auch gespeichert. Ja, wenn ich das Ganze noch ausdrucken möchte zum Schluss, dann gehe ich hier auf diese drei Punkte, gehe auf Drucken. Habe hier meinen Drucker eingestellt, könnte ihm auch einen anderen dementsprechend wählen. Klicke hier auf Drucken und es wird dann an den Drucker geschickt, dieser Ausschnitt. Wenn ich das Ganze als PDF speichern möchte, wähle ich mir eine geschickte Möglichkeit, die ich bei mir bei Microsoft hier dabei habe im Windows. Nehme Microsoft Print to PDF und kann dann diese Datei hier dann dementsprechend dann als PDF dann ausdrucken. Ja. Last but not least, dann noch einmal die Möglichkeit, der Hinweis darauf, diese Datei dann auch zu teilen. Das heißt, da kann man es dann auch in diverse Apps wie E-Mails und so weiter dann weiterreichen und meine Screenshots dementsprechend dann auch weitergeben. Ja, ich hoffe, dir haben dieses kurze Video von nicht einmal 9 Minuten geholfen und du hast jetzt die wichtigsten Features zu dem Programm, zu der App Ausschneiden und Skizzieren in Windows 10 kennengelernt. Wenn dir das Video geholfen hat, dann schreib ruhig auch hier in die Kommentare und du kannst da hoffentlich davon profitieren. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns sicherlich wieder.